Hallo allerseits. Zum Thema Kurve und Spur. Man kann in GeoGebra einen Punkt P parametrieren. Geben wir zum Beispiel ein, als Abszisse Sinus von 2 mal diesen Parameter Phi, den Buchstaben Phi holen wir da, so. Jetzt fahren wir um eine Stelle nach rechts, setzen das Komma hin und geben als Ordinate zum Beispiel Cosinus von 3 mal diesen Parameter Phi ein. So, wir sehen in der Eingabezeile, dass der Punkt P parametriert ist durch diesen Parameter Phi und bestätigen diese Eingabe durch Enter. Da ist er, der Punkt P. Geben wir ihm durch Rechtsklick eine schönere Farbe, zum Beispiel Magenta. So, wenn wir jetzt Phi variieren, so sehen wir, dass der Punkt P sich bewegt. Wenn wir Phi animieren, so sehen wir, dass der Punkt P eine Laufbahn zurücklegt. Um diese Laufbahn sichtbar zu machen, kann man dem Punkt P eine Spur hinterlegen. Dazu stoppen wir zuerst einmal die Animation. So, ich setze den Punkt P aber hoch genug, damit man auch sieht, was ich jetzt machen werde. Ich mache einen Rechtsklick auf P und stelle einfach hier die Spur ein. Klick. Jetzt animieren wir Phi wieder. Und wir können schön die Laufbahn von P erkennen. Die Mathematiker und Physiker unter euch haben bestimmt die Kurve von Lissajous erkannt. Stoppen wir mal diese Animation. So. Wir können diese Spur jetzt wieder wegschalten. Und zwar unter Ansicht, Ansichten auffrischen oder mit der Tastatur Ctrl und F gleichzeitig drücken. Klicken wir auf Ansichten auffrischen. Klick. Jetzt ist die Spur weg. Man kann die Laufbahn auch vollständig anzeigen lassen durch den Befehl Kurve. Ich gebe ihn ein. Kurve. GeoGebra erkennt den Befehl sofort und bietet zwei Auswahlmöglichkeiten an. In der ersten gibt man Abszisse und Ordinate ein. In der zweiten Möglichkeit gibt man Abszisse, Ordinate und Lot ein. Da arbeitet man also im dreidimensionalen Raum. Das kommt später. Wir wählen jetzt diese Auswahlmöglichkeit. Der erste Ausdruck, das ist der Sinus von 2 mal Phi. Phi, Klammer zu. Um zum zweiten Ausdruck zu gelangen, Tabulatortaste, Tab. Die Ordinate, das ist der Cosinus von 3 mal Phi, so, Klammer zu, Tab, der Parameter, das ist Phi, Tab, Startwert 0, Tab, Endwert zum Beispiel 2, Pi, Enter, und da ist sie, diese Lissajous-Kurve. Jetzt überprüfen wir, ob der Punkt P sich effektiv auf diese Kurve bewegt. Ja, tut er. Haut hin. Zu Spur und Kurve folgen jetzt einige Beispiele. Hier ein erstes Beispiel. Durch ihre Anfangsgeschwindigkeit und durch ihre Schwerkraft legt diese Kugel eine gewisse Laufbahn zurück. Schauen wir uns das in der Animation an. Ein zweites Beispiel. Hier steht eine Person auf der Leiter und diese Leiter kommt jetzt ins Rutschen. Die Person legt dann eine gewisse Laufbahn zurück. Schauen wir uns die Animation an.
Hier ein drittes Beispiel. Schaut. Die Kurve, die man so erhält, nennt man eine Epizykloide. Beispiel 4. Schaut. Die Kurve, die man so erhält, nennt man eine Hypozykloide. Natürlich kann man auch anderen Objekten als Punkte eine Spur hinterlegen. Schaut. So kann man in GeoGebra schöne Effekte erzielen. Ein weiteres Beispiel. Schaut. Schön, oder? Als Aufgabe dazu schlage ich vor, die vorigen Beispiele selbst zu zeichnen und auch diese Präsentation hier vorzubereiten. Schaut. Dieser Kreisbogen ist genauso lang wie diese Strecke da. Wir erkennen schön die von diesem Punkt P zurückgelegte Zykloide.